Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Naval Action Tutorial. Heute geht es um den Hotkey der kleinen Taste Q, beziehungsweise die Mission. Wie komme ich darauf? Hier unten dieses Büchlein oder einfach Q drücken und dann komme ich in den Reiter. Und unter diesem Reiter kann ich vier Sachen auswählen und wir fangen erstmal mit den Missionen an. Was sind Missionen? Welche lohnen sich und welche sollte man eher nicht machen? Fangen wir hier auch gleich mit den Wirtschaftsmissionen an. Die würde ich eher nicht machen. Wir sehen, dass wir hier eine gewisse Belohnung bekommen müssen, da entweder Cargo abliefern oder Passagiere abliefern. Passagiere wiegen nur ein, das heißt, man kann sie mit allen Schiffen transportieren. Die Cargo wiegt 800, das heißt, man braucht ein Traderschiff oder ein großes Schiff und bekommt Reals oder auch mal 800 Gold. Warum lohnen die sich nicht? Man muss sehr weit fahren. Und es ist sehr gefährlich und man kann nicht viel mitnehmen und es gibt Varianten, um mehr Geld zu verdienen. Wenn man NPCs versenkt, bekommt man mehr Reals, also im Vergleich zu der Zeit, die man hier für diese Mission aufbringt. Oder auch wenn man handelt, bekommt man mehr Reals. Zudem ist hier die Gefahr relativ groß, dass man eben auch versenkt wird, weil man ein Handelsschiff braucht, das 800 Gewicht hat. Das heißt, man müsste wenigstens eine Traders-Snow oder Trader-Brig mitnehmen. Die braucht man auch erstmal, wenn man eine haben will, die halt auch wenigstens aus 4-4 ist, muss man die entweder selber bauen oder kaufen, kostet alles ein bisschen Geld und die Gefahr, dass man halt absäuft, ist halt immer noch gegeben. Und sie bringen halt einfach nichts. Würde ich nicht machen. Einen großen Nachteil gibt es noch, wenn man die Passagierlieferung machen möchte und dann diesen Passagier irgendwo hinfährt und das in einem feindlichen Hafen ist, ist die Chance halt auch sehr groß, dass da feindliche Spieler sind. Das nächste ist, mit einem Kampfschiff komme ich ja auch in den feindlichen Häfen rein. Das heißt, wenn ich jetzt meinetwegen diese Frachtlieferung nach Trifun und Delacruz bringen möchte, ich bin übrigens in Congreus. Trifun und Delacruz, das ist hier unten. Das heißt, voilà, hier. Das heißt, ich muss erstmal ein ordentliches Stückchen fahren. Hier ist das Schwedisch, das heißt, da könnten bestimmt auch Schweden rausspringen. Und ich bekomme am Ende 33.000 Reals und muss noch zurückfahren. Und ob ich da eine Mission wieder hoch nach Kongerus kriege, das wage ich mal zu bezweifeln. Würde ich nicht machen. Machen wir weiter mit den Kampfmissionen. Die lohnen sich schon deutlich mehr. Es gibt Kill-Missionen, es gibt Jagdmissionen, es gibt Vernichtungsmissionen, Gruppenkill-Missionen, Loki-Jagdmissionen, Port-Battle-Attack-Missionen, Port-Raid-Missionen und PvP-Kill-Missionen. Hier seht ihr aber nicht alle. Einige habe ich angenommen. Ich fange mal mit denen an, die ich angenommen habe. Das ist PvP Jagd. Da gibt es drei von, dritte bis erste Reiter, also Linienschiffe, die Fregattenklasse, fünfte bis vierte und die leichten Schiffe, siebte bis sechste Rate. Wie funktioniert das? Wenn ich einen PvP-Kill mache, bekomme ich 0,3 dazu. Wenn ich eine Unterstützung mache, bekomme ich 0,1 dazu. Das heißt, wenn ihr irgendwie PvP-Spieler angreifen wollt oder auch mal einen versenkt, nehmt die an. Macht die über Zeit und dann bekommt ihr geile Belohnung. 90 Combat Medals oder so für die erste bis dritte Rate. Übel geil. Bodenchest, Admiralkiste, brauche ich nicht drüber reden. Super geiler Loot drin. Die Jagdmissionen sind auch sehr praktisch. Bei der Jagdmission jage ich einen Rang. Das heißt, ich muss 12 Rang 1 Schiffe vernichten oder versenken, besser gesagt, um hier 30 Combat Medals und eine Missionskiste zu bekommen. Dabei ist es vollkommen egal, welche der erste Rate Schiffe. Das können auch NPCs sein, das können Spieler sein. Aber es müssen eben 12 sein. Das funktioniert bei den anderen Jagdmissionen genauso. Dritte Rate wäre das gleiche. Dann gibt es die Vernichtungsmission. Das jagt ja nicht eine Schiffsklasse, sondern ein spezielles Schiff. Also in dem Fall hier die Indefatigable. Ich müsste 8 davon versenken. Oder hier eine Agamemnon, da müsste ich 10 von versenken. Bekomme ich ein bisschen weniger. Ist aber praktisch, wenn man eine gewisse Schiffsrate leveln will. Meinetwegen, wenn ich jetzt eine vierte Rate leveln will und andere vierte Raten angreife, ist es natürlich praktisch, so eine Vernichtungsmission anzunehmen. Dafür muss man die Schiffe dann auch erstmal finden. Also diese Mission mache ich zum Beispiel mit einer ersten Rate. Wenn ich meine Laocoon leveln will und ein bisschen Spaß haben will, dann greife ich irgendwie so 10 vierte Raten an oder so. Bringt nicht allzu viel, macht aber Laune. Dann gibt es noch die normalen Kill-Missionen. Die nehme ich an, habe eine zugelassene Klasse, einen Rang, also in dem Fall Rang 1. Das heißt, ich darf maximal Rang 1 haben, das ist der höchste Rang, und bekomme als Gegner auch ein Rang 1 Schiff und zwar eins hier Gruppenmitglied. Das heißt, wenn ich mit zwei oder drei Leuten rumfahre, habe ich dann eben auch zwei oder drei Gegner.
Diese Mission ist so ein tolles Kreuz auf der Karte, die sehe ich dann, da muss ich hinfahren, das kann ich teilnehmen. Und der große Vorteil ist, ich bin dann in einer instanzierten Schlacht. Das ist man sowieso, aber hier können keine anderen Spieler teilnehmen. Ich kann kein Loki reinbekommen. Es kann auch keiner reinjoinen, weil dieser Kampf ist nicht auf der Open World zu sehen. Ich habe da meinen eigenen kleinen Bereich, kann mir der 1,5 Stunden Zeit nehmen. Alles wunderbar, alles kein Problem. Ist also ganz angenehm, wenn man irgendwie das Schiff boarden will oder Angst hat, dass man irgendwie von anderen Spielern da Open World gemacht wird. Dann gibt es noch die Port Battle Attack Mission. Das bringt nur etwas, wenn man Häfen angreifen will. Man bekommt zwar ganz schön viel, muss aber einiges beachten. Also erstens muss ich den Angriff gewinnen. Dann muss jeder Angriff in einer anderen Region sein und ich muss 3 davon gewinnen. Also, wo sehe ich meine Region, wenn ich hier rüber habe? Sehe ich Region oben links sozusagen. Also ich habe da Tulum, dann habe ich meine Nation Espana, dann habe ich meine Region Yucatan. Wenn ich irgendwo anders hingehe, meinetwegen hier vorne nach Soto La Marina, dann habe ich da meine Region Gulf. Das heißt, ich muss aus 3 verschiedenen Regionen einen Hafenangriff gewinnen, dann bekomme ich diese Belohnung. Und das ist auch eine ganz schön geile Belohnung. Aber alleine schafft man das eben nicht. Das geht nur mit einem großen Clan oder einer starken Nation. Machen wir weiter mit den Missionen. Dann gibt es noch diese schönen Gruppenkill-Missionen. Hier gleiches Spiel wie bei den Kill-Missionen. Eine zugelassene Klasse, Rang 1 in dem Fall. Und dann habe ich Gegner, hier zum Beispiel 5 Rang 1 Schiffe. Bekomme ein bisschen Gold, Missionskisten, Silberkisten. Für eine andere Klasse das gleiche Spiel. Kill-Mission, andere Klasse, das gleiche Spiel. Man muss ein bisschen aufpassen. Je nach Mission bekommt man auch mal andere Gegner. Also hier zum Beispiel bei der 2er-Kill-Mission habe ich als ein Rang 2 Schiff 3 gegnerische Rang 2er Schiffe. Das ist schon relativ sportlich. Hier habe ich als ein Rang 3er Schiff 2 andere Rang 3er Schiffe. Welches Rang 3er Schiff das am Ende ist, das weiß man nicht. Also ob es eine Belohner ist oder eine Vase oder so, das sieht man am Anfang nicht. Das sieht man erst, wenn man im Battle ist. Also da kann man auch ein bisschen Glück und ein bisschen Pech haben. Bei der Gruppenkill-Mission ist es aber eben auch das Gleiche. Bei der Gruppenkill-Mission gibt es noch eine Besonderheit. In freien Häfen sind die Missionen besser. Da springen wir einmal in einen freien Hafen, zum Beispiel nach Tumbado, und schauen uns den Spaß einmal an. Wir erinnern uns, in Congress bekommen wir 3 Silberkisten. Hier bekommen wir für die Gruppenkill-Mission 3 Goldkisten. Warum? Die Gruppengröße ist höher. Hier gibt es 6 als Gruppengröße, als maximale. Bei den anderen Gruppenkill-Missionen gab es nur 3 als maximale Gruppengröße. Hier gibt es wieder 9000 Gold und noch 6 Missionskisten. Aber die Goldkisten sind hier das Interessanteste. Aber eben auch 10 Rang 1 Schiffe als Gegner. Ist aber mit 5, 6 Leuten absolut zu schaffen. Zumindest wenn die Schiffe ganz vernünftig sind. Gibt es noch die Loki-Jagd-Mission? Was muss ich da machen? Ich muss einfach Loki-Runen zünden und dann die anderen Schiffe versenken. Ich habe dies noch nie gemacht. Also ich habe Loki schon benutzt, aber ich habe die Mission noch nicht angenommen. Dafür mache ich zu wenig Lokis. Ist nur interessant, wenn ihr viele Loki-Runen zünden möchtet. Dann gibt es noch etwas anderes. Das nennt sich Port-Raid-Mission. Das blende ich hier einmal ein. Erkläre ich ganz kurz. Ich muss von einem Hafen zu einem anderen Hafen fahren. Meinetwegen von Kongrius nach Umoa oder so, also auch ein Streckchen. Dann gibt es da wieder so ein paar Schwerter auf der Karte. In dieser Karte gibt es da die angezeigten Schiffe, Rang 3, Rang 2, Rang 1 und eine Indiaman ohne Masten. Auf dieser Indiaman ohne Masten ist die Raid-Kiste drauf. Die wiegt 2.500 Kilo. Das heißt, man braucht eigentlich auch eine Indiaman, um die mitzunehmen. Deswegen ist da auch einer. Also ihr müsst die Indiaman unbedingt boarden, auf keinen Fall versenken. Die Indiaman, die in diesem Kampf ist, unbedingt boarden, sonst kriegt ihr die Kiste nicht mehr nach Hause. In der Kiste, ich meine, da ist auch eine Wooden Chest drin, da sind aber auch eben diese Combat Medals und ein bisschen Gold drin und ein paar Reals. Lohnt sich total. Also wenn man die hat und die nicht allzu weit weg ist, also man nicht so weit fahren muss, übel geil, lohnt sich. Schnappt euch 5 Kumpels, fahrt hin oder auch, das schafft man auch zu dritt oder zu viert. Fahrt hin, macht die. Einziges Problem ist da eben, ist meistens vor einem feindlichen Hafen. Das heißt, da kann auch mal jemand anderes rausspringen, aber da muss man dann halt gucken, okay, suche ich mir jetzt eine Region aus oder einen anderen Hafen aus, wenn ich die Mission habe, wo halt nicht so viel los ist. Die Missionen spawnen nicht immer. Heute, als ich geguckt habe, hatte ich zum Beispiel in keinem meiner Häfen eine, deswegen musste ich euch die hier einblenden. Die ist von vor einigen Tagen.
Machen wir weiter in unserem coolen Missionsmenü. Da gibt es noch Eroberung. Hier kann ich einen anderen Hafen erobern. Also das Fenster ist nur, wenn ich den anderen Hafen erobern will. Da brauche ich eine Flagge, muss auf ein anderes Fenster warten. Aber das in einem anderen Video, das zählt für mich nicht so richtig unter Mission. Nicht so direkt. Dann gibt es noch diese Events. Es gibt die Patrolzone. Die ist hier heute zum Beispiel in Tumbado. Wird hier auf der Karte angezeigt. Die besteht aus zwei Teilen. Außerhalb die Patrolzone, innerhalb die Solo-Patrolzone. Was bekomme ich? Ihr seht ja schon, Punktzahl 1, 5 Combat Medals. Geil. Wie bekomme ich meine Punkte? Ich muss dann Kill machen. Ob PvP oder PvE ist in dem Fall egal. Bekomme dann für meinen Kill 5 Combat Medals. Für 3 Kills dann 10 Combat Medals und so weiter und so fort. Im äußeren Bereich muss ich keine Kills machen, sondern muss ich Schaden machen. Das heißt, wenn ich versinke und keinen Kill bekomme, bekomme ich trotzdem meinen Schaden und dann eben auch am Ende meine Combat Medals. Das ist aber begrenzt auf 500 Schaden. Hier in dem Fall gibt es kein Schiffslimit. Hier kann man auch mit Rang 1er Schiffen reingehen, aber es gibt andere Patrouillenzonen, zum Beispiel hier um La Tortue. Da kann ich dann maximal mit einer fünften Rate reinfahren. Die Gegner aber eben auch und da fahren dann auch maximal eine fünfte Rate rum. Was gibt es noch? Es gibt noch diese wöchentlichen leichte Schiffe, Linienschiffe, Fregatten. Was mache ich da? Gehe ich rauf, kann die Mission annehmen. Ich habe die schon angenommen. Muss dann Kills machen mit dieser Schiffsklasse, also mit siebter und sechster Rate zum Beispiel für die leichten Schiffe oder die Linienschiffe mit dritter, zweiter, erster Rate. Und dann gibt es diese Bestenliste. Was sagt die Bestenliste aus? Aus der Bestenliste sehe ich dann, wie viel Gold man bekommt. Zum Beispiel, was sagt mir das? Dieser Windblizzard hat 10 Kills mit einer ersten Rate gemacht, hat eine Kampfwertung von 7600. Also hat 10 Schiffe, die insgesamt 7600 Kampfwertung haben, besiegt und kriegt dadurch hier seine Belohnung. Also wenn ich jetzt zum Beispiel dann mit meiner Ocean 10 andere Oceans vernichte, habe ich eine Kampfwertung von 9000, weil jede Ocean 900 hat, 900 mal 10, 9000, zack, werde ich hier Erster. Resettet sich jede Woche, bekommt man ein bisschen Gold. Kann man so nebenbei mitmachen, sollte, kann man im Hinterkopf behalten, sollte man jetzt aber nicht, also habe ich mich auch noch nie darauf fokussiert. Gibt es noch das Journal, hier seht ihr eure angenommenen Missionen und Operationen, ist ein ausgegrautes Fenster. Da kann ich euch leider nichts zu sagen. Seit ich das Spiel spiele, gibt es das nicht. Vielleicht gab es das früher mal, vielleicht kommt das noch. Kann ich euch leider nicht sagen. Aber das war es ganz grundsätzlich zu den Missionen, den Events und eben dem Journal, was halt basically auch eure Missionen sind. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Ich hoffe, ich konnte euch ein wenig weiterhelfen. Ich würde mich über einen Like oder Kommentar freuen. Und damit bis zum nächsten Video.